Helmut Jansen, Rico Richter, Helmut! Peter Mahl, Uwe Jens Funke. Guten Morgen, es ist Race Day und es ist kurz nach sechs. In drei Stunden startet mein Triathlon in Erkner Mitteldistanz. Und der Tag hat schon mal sehr lustig begonnen, weil wir hatten zu Hause, habe ich gestern Abend festgestellt, kein Brot, keine Brötchen mehr. Und jetzt musste ich eben zur Tanke fahren und werde mein kleines Mini-Frühstück hier im Camper einnehmen. Und ich habe jetzt richtig Lust auf den Wettkampf. Habe ich mir fest vorgenommen, jeden Kilometer genießen, auch wenn es vielleicht irgendwann ein bisschen härter wird. Ich werde auf jeden Fall nicht meine Grenzen austesten. Dafür hatte ich ja meine ganzen Testwettkämpfe da. Weiß ich, wo ich zu schnell war, wo die Krämpfe kamen. Das heißt, ich habe jetzt schon eine klare Vorstellung, welche Wattzahl ich treten möchte und welche Geschwindigkeit ich laufen will. Ich hoffe, dass dann alles im gesamten Paket gut zusammenpasst und ich dann gut ins Ziel komme. Genau, vielleicht werden es sogar knapp 5 Stunden. Allerdings ist die Radstrecke ein bisschen länger. Ich glaube, es sind 93 oder 96 Kilometer, also da liege ich wahrscheinlich ein bisschen drüber. Genau, aber jetzt höre ich auf zu labern und esse schnell und dann muss ich schon losdüsen. Punktlandung. Das war unglaublich cooles Rennen, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich eben die Live-Ergebnisse nochmal angeguckt. Und ich muss nochmal zurück zum Stadion, weil ich bin tatsächlich Platz 1 in meiner Altersklasse. Und ja, dann sollte ich doch nochmal zur Siegerehrung gehen. Also es gibt die Tage, da läuft irgendwie nicht so viel und es gibt die Tage, da läuft irgendwie alles. Und diesmal, als ich schon aus dem Wasser gekommen bin und gesehen habe, ungefähr 31 Minuten noch was. Also so schnell war ich noch nie. Obwohl der Start eigentlich wieder total anstrengend war. Mit Klopperei und so weiter. Ja, und dann aufs Rad. Und das hat so viel Spaß gemacht, Rad zu fahren. Die Strecke war, fand ich, relativ anspruchsvoll. Es gab ziemlich viele Kurven und schmale Wege. Und dann ging man manchmal hintereinander und konnte auch nicht richtig überholen. Und dann habe ich da mit so einer Gruppe rumgetrullert. Und immer wieder, wenn man antreten wollte, haben sich die anderen hintergehängt. Und irgendwann habe ich es dann einfach probiert. Über der Hälfte dann, wo ich dachte, ja, ist okay, kann ich jetzt noch treten, weil es hat sich alles so gut angefühlt, oder bin ich echt gut abgezogen. Und ja, Laufen war okay, da habe ich am Ende einfach gemerkt, dass der Akku ziemlich runter war, aber ja, mein Gott, alles cool, alles super, genau. Und jetzt, wie gesagt, gehe ich nochmal zur Siegerehrung und kriege dann, glaube ich, nochmal eine extra Medaille. Helmut! Hinten ist die Ente fett. Also es hat sich gelohnt, bei den Trainings- oder Testwettkämpfen einfach mal die Grenzen auszutesten und zu gucken, was geht und was nicht geht. Und ja, und darüber halt auch nicht enttäuscht zu sein, wenn es dann nicht geklappt hat. Denn am Ende geht es ja um den Hauptwettkampf, für den ich hintrainiert habe. Und die anderen Wettkämpfe sind halt einfach nur Feedbacks, Meilensteine oder was auch immer, wie ihr das bezeichnen wollt. Genau, hätte heute natürlich auch total anders laufen können, aber heute war einer der coolen Tage, wo alles perfekt ist. Das ist natürlich wunderschön. Dann habe ich noch Freunde getroffen, auch sehr toll. Ja, also Saison abgeschlossen, bei einem Mitteldistanz-Triathlon auf Platz 1 in der Altersklasse. Das war jetzt nicht mein Ziel, umso besser, dass es geklappt hat. 4,51 irgendwie sowas oder 4,52 war meine Zeit. Das ist natürlich auch Wahnsinn. Also wie gesagt, manchmal klappt einfach alles. Heute war so ein Tag.
dafür bin ich dankbar und jetzt heißt es erstmal entspannen und regenerieren und keine Ahnung was. Vielen Dank fürs Zugucken, auch die ganze Saison über die Clips, die ich hier reingestellt habe. Und ich habe natürlich schon Pläne fürs nächste Jahr, dazu dann aber ein andermal und genau, jetzt erstmal chili und runterkommen. Also macht's gut, bis dann, ciao, ciao.